Wir werden jetzt unsere Verfassungsklage gegen CETA einreichen, die von 125.000 Beschwerdeführern unterstützt wird. Es ist einfach super gelaufen. Normal kommen bei solchen Aktionen vielleicht 5 oder 10 oder 15 Leute. War auch schön, wie im Verfassungsgericht alle an den Fenstern standen und rausgeschaut haben, was passiert denn da. Es geht gegen CETA und es geht gegen den Ausverkauf unserer Demokratie. Sigmar Gabriel versucht jetzt, uns einzulullen. Er sagt, TTIP ist tot und CETA ist wunderbar. Das ist ein vollkommener Quatsch, denn CETA bringt uns TTIP durch die Hintertür. Wer gegen TTIP ist, muss auch CETA jetzt verhindern, sonst kriegen wir TTIP über die Möglichkeit, dass dann über kanadische Niederlassungen geklagt wird. Nun plant die Bundesregierung aber, das CETA-Abkommen vorläufig in Kraft zu setzen. Das heißt, noch bevor es ein Votum des Bundestages gab. Und dagegen wollen wir uns wehren. CETA darf nicht in Kraft treten, auch nicht vorläufig. Wir fordern Sigmar Gabriel jetzt auf, CETA und die vorläufige Anwendung von CETA zu stoppen. Wer sich jetzt noch engagieren will, soll unbedingt am 17.09. auf eine der 7 Demos gehen, die im ganzen Land stattfinden. Dieses politische Signal wird überall in ganz Europa gehört werden. Gehen Sie hin und nehmen Sie Ihre Freundinnen und Freunde mit.